wir gehen jetzt einfach den Hundi abholen. Wir sind gerade wieder 2-3 Stationen mit der U-Bahn gefahren. Ich bin todesgehypt, Mann. Same. Wir sind hier gerade wieder in der Innenstadt. Ganz kurz, Bewertungen auschecken und Kommentare. 11.000 Dislikes. Wie Revi schon gesagt hat, Simex hat es verstanden. Au! Wie Revi meint, er hat es verstanden. Ich hoffe, du machst es so. Ich freue mich schon drauf, wenn Revi reagiert. Ich freue mich auf Revis Reaktion. Freue mich auf die Reaktion von Revi. Wer wartet auch auf Revis Reaktion? Haltet alle die Fresse. Digga, die ganzen Kommentare nur voll damit. Simex, mach weiter Content und bitte, auch wenn du es verstanden hast, kannst du noch einmal für Views bisschen Scheiße bauen, irgendwas Dummes machen, keine Ahnung, Digga, zünden Mülleimer an, irgendwas, Alter. Diesem riesigen Platz, wir müssen mal rausfinden, wie das hier heißt, dass wir es immer sagen können. Sag mal ehrlich, Ali. El Platz Muy El Platz El Plaza Muy Grande El Plaza Mejor heißt der, genau. Hier so oft ist halt mitten in der Innenstadt. Dahinter geht's zu La Rambla, also die berühmteste Straße hier in Barcelona. Ja, ja, Bip Rambla, da sind die Hütchenspieler. Simex, bitte, 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 Bro, du, ich weiß, du siehst dieses Video. Kannst du bitte einmal so ein Experiment. Nenn das Video, pass auf. Simex, ich schenke dir jetzt 200.000 Aufrufe. Geh hin, nimm 200 Euro, gib dem Hütchenspieler und lass dich verarschen. Und dann machst du ein Video darüber und sagst, 200 Euro an diesen Barcelona-Scammer verloren. Bro, 200.000 Aufrufe, mindestens safe. Simex, mach es, ich schwöre es dir und ich reagiere drauf. Dankeschön. In Spanien und auch die längste. Und wir haben uns auch schon ein paar Namen für sie überlegt. Ich habe zum Beispiel mir vorgeschlagen, Aluka. Sie ist auf Icy gekommen, was ein richtig geiler Name ist. Zuerst dachten wir uns, wir nennen sie Chaya. Chaya ist ein sauentspannter Name für einen Hund. So, weil keine. Ist Chaya nicht eigentlich eine, die man. Da versteht ja hier das Wort. Ja, das stimmt. Aber am Ende verstehen es doch welche. Und dann so die ganze Zeit zu ihr Chaya zu sagen, wenn man keine Lust mehr hat. Simex, bitte, ich weiß, Bro. Es ist super nervig, unter einer Maske zu vloggen und zu reden. Aber wenn du draußen bist, zieh sie an, Dicker. Komm, das ist doch nicht. Komm, bitte, mach das mal beim nächsten Mal, okay? Mach das beim nächsten Mal. Mach's beim nächsten Mal. 2000 Dislikes weniger, Bro, okay? Schwöre, mach. Das ist auch ein bisschen komisch. Und welche Namen hatten wir noch? Ich hatte noch Akira. Okay, wir sind wieder da zum 20. Mal. Und die Freundin nehmen wir dich mit. Wo ist der andere Hund? Da waren zwei Hunde drin. Ist der andere Hund eingeschläfert worden? Ich hoffe nicht. Alle guten Dinge sind drei. Okay, Leute, wir sind jetzt beim Tierarzt. Kleine Diva weint ein bisschen. Beziehungsweise sie hat Angst. Oh, gleich wird sie nochmal durchgecheckt und dann dürfen wir sie mit nach Hause nehmen. Leute, wir haben es einfach getan. Wir haben es einfach gemacht. Wir sind gerade im Uber auf dem Weg nach Hause zu uns. Zu Taro. Zu Taro. Stellen ihm seine neue Schwester vor. Sie ist natürlich ein bisschen ängstlich noch. Hoffentlich kommen die klar, bitte. Hoffentlich kommen die miteinander klar. Sie ist so ein kleines, süßes Baby. Und ihre kleinen schwarzen Knopfaugen sind auch so süß. Ja. Deine braunen Haselnussaugen auch süß. Welche Tabletten nimmst du gegen ADHS? Belehrt gar keine, merkt man das nicht! Lars, danke schön. Ey, ich sag's euch, wenn das eine Diva wird. Mhm. Ja, wird das. Das ist die Rasse. Ja. Die Hunde werden immer. Ich würde die niemals weggeben, kleines Baby. Jojojo. Auf jeden Fall, wir werden sie voll gut erziehen. Taro wird sie auch immer Maske, wieder schlichten, Maske an. Wenn sie ein bisschen frech wird. Maske hoch. Maske. Wir müssen auf jeden Fall schauen, ob Taro und sie sich überhaupt verstehen. Sie sagt, bitte lass mich Deutscher Akani. Weg von diesen Verrückten, die meinen Code auf irgendwelche anderen Menschen werfen. Ja, der Selbsthumor-Boss. Okay, Leute, wir sind jetzt zu Hause. Taro sieht zum ersten Mal Icy. Also, Icy. Wir haben sie Icy genannt. Also I-T-Y, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Taro, machst du jetzt? Ich kenne einen Song, der heißt Icy, aber da geht es nur darum, dass irgendein Typ mit so einer Tuss Sex hat. Sit. Das ist deine neue Schwester. Das ist deine Schwester. Ja, wieder. Ja, du musst aber aufpassen. Sie ist ganz klein. Du musst aufpassen. Er freut aber schon sich. Süß, guck mal. Schön, dass Sie es verstehen. Oh nein. Ey, das ist so süß. Das ist so süß. Felix, boah, keine Ahnung, so dank mir 2 Euro muss ich mir echt Gedanken machen, ne? Nein, das hätte ich nicht erwartet.
Sie ist da unten. Oh nein, oh, ja, ihr seid mal, so süße Freundies. Oh, schaut mal, wie klein sie ist. Taro ist auf jeden Fall gehypt. Er freut sich über seine neue Schwester. Sie hat halt noch übertrieben Angst. Aber das sind auf jeden Fall zwei Hunde, die definitiv das gleiche Kaliber sind. Er ist nett zu ihr. Ja, schau mal, er freut sich so sehr. Du hast eine neue Schwester, bitte keinen Inzest machen. Danke. Bitte keinen Inzest machen, what the fuck, Bro. Was lag da auf dem Boden? So Hundefutter, ich dachte gerade schon, das wäre scheiße. Hä, wie chillig ist der? Neue Schwester, bitte keinen Inzest machen. Danke. Ja, Weltbeschutz, ne? Aber es ist gut, dass er so reagiert, weil normalerweise verteidigen Hunde ihr Revier so und dann beißen die. Na, eigentlich ist es ja nur seine Stepsister. Stimmt. What are you doing there, Step, Bro? Falls ihr euch wundert, wieso die Roomtour noch nicht kam, hier sind überall Kartons, die wir noch auspacken müssen und alles einräumen müssen. Taro will unbedingt mit dir spielen. Ich habe hier so einen kleinen Bereich aufgebaut, wo sie nicht ausbüchsen kann und wo es nirgends kalt ist, weil der Boden ist halt etwas kälter. Taro, ab! Geh da runter! Taro, geh da runter! Wo ist Baby? Schau mal, wie wenig Essen sie bekommt. Das ist so wenig. Sweet. Wir füttern sie gerade zum ersten Mal. Uiuiui. Uiuiui. Es ist so verdammt wenig. Sweet, Mann. Ein Hundi-Vlog. Süße Haare. Das no joke. Das. Bitte färbt ihr nicht die Haare oder sowas. Bitte nicht. Auf meine Hand. So aber wenig. Ist doch saugeil, wenn die macht dann so no joke, so aufopferungsvoll drum kümmern und sowas. Auf jeden Fall ist es heute so voll der Hundi-Vlog. Wir machen aber auch heute nichts Besonderes. Wir haben ein paar Pflanzen gekauft, die kann ich euch gleich NBA noch zeigen. 2K6, wir wollen das komplette Haus mit Pflanzen so heftig aussehen. Dann werden wir noch im Erdgeschoss die ganzen Umzugskartons wegräumen. Dann haben wir im Erdgeschoss schon mal alles fertig gemacht. Und um 19.30 Uhr muss ich zu meinem Probetraining, weil direkt bei uns in der Nähe ist ein Gym. Und da werde ich eine Stunde lang trainieren mit Personal Trainer und so. Und wir sind todesgehypt. Ellie wäre eigentlich auch mitgekommen, aber sie muss hier noch die ganzen Pflanzen und ein paar Sachen erledigen. Und einer muss bei den Hundis bleiben. Ja, bei kleinen Babyhundi. Ja, Freunde, ich kann euch nicht... Ich sag's euch, Leute, 2 Jahre und die beiden sind so wie Julienko und Bibi komplett clean. Und alle haben vergessen, was sie gemacht haben. Genug danken, wie sehr ich für all das hier dankbar bin, für diese Zeit, die ich erleben darf. Vielen, vielen Dank. Dass ich mir auch so kleine Babys einfach wegen euch holen kann. Uiuiui, das ist ein Baby, das ist ein Baby. Uiuiui, das ist ein kleine Baby. Chaya. Und ich dachte am Anfang wirklich, dass Taro und sie sich nicht verstehen werden. Die haben vorhin zusammen... Wie, was mit Veto? Veto ist doch da? Ist doch alles gut? Ja, also da haben wir leider nicht aufgenommen. Ja, die haben noch einen Moment genießen wollten. Wir können ja nicht alles auf Krampf so immer die Kamera holen. Und sagen, ey, ich muss jetzt... Er könnte wirklich was Nice draus machen, oder? Chat, ja, ist so. Private Momente. Aber wenn Taro das nächste Mal mit... Ich wollte schon Asuna sagen, mit Icy schläft. Versteht ihr jetzt, wie klein sie ist? Oh, so im Vergleich zu Taro. Man kann sie einfach so hochheben und es ist sogar gemütlich für sie. Sie liebt das. Ja, sie halt sie mal so wie so ein kleines Wee-Wee. Ja, ja, ja. Taro. Taro, lass sie nicht eifersüchtig sein. Taro ist immer so hart eifersüchtig, auch wenn wir andere Menschen irgendwie streicheln oder so. Menschen, sag ich schon, andere Hunde. Imagine, Siemens geht durch Barcelona durch die Innenstadt und streichelt einfach andere Menschen, Digga. Note, boah. Ja, feini. Auf nee, jeden Fall wollte ich noch sagen, keine Sorge, Taro bekommt jetzt sogar noch mehr Liebe, weil wir ihn ja quasi nicht vernachlässigen dürfen. Geh, du bist ein Feini. Ein Feini, ein Feini, ein Feini, ein Feini, ein Feini, ein zweites Feini, ein Hundi-Vlog. Die Kamera auf die Schnauze vom Mund. Einfach ein Hundi-Vlog. Ey, sie ist so ein süßes Baby. Ich will dich aufessen. Sie hält dich die Augen zu. Bro, du kannst den Hund nicht essen, Digga. Das ist saukrank, Mann. Taro will sie auch aufessen. Kann ich verstehen. Naja, fühl ich, Bro. Oh mein Gott, ist der süß, Digga. Sie hat, glaube ich, Beef mit meinem Schuh. Sie kaut immer an meinem Schuh. Ey, so Mann, süß, Alter. So süß. Wir gehen jetzt auf jeden Fall einkaufen. Und wir dürfen sie ja nicht mitnehmen. Sie darf erst in 3 Wochen raus. Deswegen müssen wir sie hier alleine lassen.
Und es tut so weh, Freunde. Mann, wir sind in einer Stunde wieder da, Bibi. Bis gleich. Leute, was geht? Neuer Tag, neues Glück. Gestern ist nicht mehr viel passiert. Morgen mal wieder Early Stream. Mal schauen. Waren mit den Hunden zu Hause. Ich bin dann halt noch am Abend Sport machen gewesen. Das war so ganz komisches Training. So 3 Stationen und es ist voll... Circle Training, Bro. Unangenehm, gerade weil Ellie nicht da ist und die alle Leute mich anschauen. Wir sind mitten in der Innenstadt. Ich weiß nicht, ob man es hinter mir sieht. Und wir sind zum ersten Mal bei Five Guys. Five Guys ist doch actually voll der Rotz, oder? Und da vorne bei Primark, ich weiß nicht, ob viele von euch Primark kennen, ist so eine fette Schlange, die bis ganz nach hinten dort geht. Und die ist jeden Tag full, weil nicht so viele in den Laden dürfen. Und das ist, glaube ich, der größte Primark auf der Welt. Alter. Digga, holy shit, das ganze Ding ist Primark. Das gesamte Gebäude dort, was dort ist. Imagine nach Barcelona ziehen und dann tatsächlich an der Stelle einfach Five Guys essen und nichts Geiles, so Tapas-mäßig. Primark. Oder so Paella. Doch, hatten sie auch schon. Die und ich müssen jetzt locker eine halbe Stunde anstehen. Ellie hat sich schon angestanden, dass schneller geht. Ich habe bei Five Guys uns Cheeseburger und einen Erdbeermilchshake besorgt. Und ja, ich liebe die Innenstadt. Das ist hier so komplette Innenstadt. Ey, der Vlog ist aber wieder komplett clean, oder? Der anderen Straße. Der Vlog ist wieder clean, Leute. Man kann es nicht anders sagen. Designerleben ist einfach... Digga, wir haben jetzt einen Streak von 2 Videos. 2 Videos am Stück schon, wo Z-Max einfach nur Content bringt, der in Ordnung ist. Komplett geil hier. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder beim Taubenbändiger. Diesmal sind hier nicht so viele Tauben. Aber bei Primark ist einfach eine Schlange von 2 Stunden. Ja. Ellie hat sich ja kurz angestellt. Erzähl mal. Da war bestimmt eine 200 Meter Schlange. Krass. Von einer Straße. Trimax, Digga. Bis zur 8. Ach, für Primark. Also schlimmer als den Club. Und wir waren jetzt bei Five Guys, mussten hier auf einer Bank essen. Aber der Burger war extrem geil. Ich hab so einen Bacon-Cheeseburger genommen, wie einen kleinen Cheeseburger und noch einen Strawberry-Milkshake, wo kleine Erdbeerstückchen drin waren. Der hat auch richtig geil geschmeckt. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall zu Sarah, weil hier... Ja, ist doch egal, wie man es ausspricht. Nee. Auf jeden Fall hier der Zara ist todesgroß und todesheftig. Er hat die Maske an, sie trinkt. Stark. Und wie gesagt, ich habe ein Stativ für die Kamera. Nur das Problem ist, das Stativ ist so groß und ich habe ein neues bestellt. Beziehungsweise will noch ein neues bestellen, das kleiner ist. Und in der Zeit müsst ihr damit leben, dass es manchmal wackelt. Also wir sind gerade ein paar Sachen für die Einrichtung kaufen. Alter, hier bin ich. Moin. Oh, das sieht wieder ganz mystisch aus, der Laden-Chat. Der Laden sieht ein bisschen zu mystisch aus in meinen Augen, als dass es mir actually gefallen würde. Moin. Schaut mal, wie fett der Laden ist. Das sind irgendwie so 3 Stockwerke oder so. Richtig geil. Es ist so auf organisch und sowas. Wisst ihr, was ich meine? So... Oh. Finde nicht, dass man loben muss, wenn man die Maske trägt. Ja, hast du recht, Tara, aber er hatte sie nicht immer an, so deshalb. Mann, wir haben schon so viele Sachen geholt. Wir zeigen euch aber alles, wenn wir zu Hause sind. Aktive Klobürsten, Digga. Ja, nicht so organisch, aber so... So... Richtig geil. Hier sowas, hier so Buddha-Statuen und sowas. Alright, im Badezimmer, I guess. Voll nice, aber sonst... Ah. Ich will auch noch so eine... Vielleicht passt ja zum Haus. Ja, ja, voll. Ich sag auch gar nichts, aber mein Style wäre es nicht. Statue dann im Innenhof, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich das Garten bei uns nennen soll. Zum Beispiel der Ball hier mit dem Stab. Den werde ich dann in meinen Ellies oder Taros Gött rein... Neun Minuten 31. Davon distanzieren wir uns, Chat. Not like this. Und er sagt, er würde gerne den Stab, einen Speer, in das Arschloch seiner Freundin reindäuen oder in den Arsch von seinem Hund. Aber jetzt kommt's. Aber auf jeden Fall. Er sagt direkt nein, weil er gecheckt hat, dass es was Dummes gewesen ist. Okay. Hier sind schon ein paar wilde Sachen, vor allem der... Okay, gut, alles klar. Bre, er hat einen langen Fischkopf. Puss geht raus an jeden Einzelnen, der sich in den... Ganz wilder Schnitt, komplett verwirrt. ...in den letzten Tagen meine Vlogs reingezogen hat und mir eine Chance gegeben hat, obwohl ich davor eigentlich nur Gaming-YouTuber war, beziehungsweise fast nur Fortnite-Videos gebracht habe. Das weiß ich so sehr zu schätzen, Freunde. Ey, Z-Max hat mir nochmal auf Instagram geschrieben, Leute, ne? Z-Max hat mir nochmal geschrieben. Er hat geschrieben, jetzt kommt's, pass auf. Z-Max schrieb mir, ich liebe dich, nee, aber for real, danke für die ganzen netten Worte, rechne ich dir hoch an. Korrekt?
Wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr mir die Chance gegeben habt und dass ihr mich quasi als Person feiert und nicht nur, weil ich Fortnite gebracht habe und dadurch auch mehr meine Videos jetzt auch schaut, ist mir aufgefallen, was so ein Blessing ist, weil ich niemals gedacht, also ich hätte schon gedacht, dass die Barcelona... Plot Twist, wir werden beste Freunde, ja, I doubt it. Vlogs gut ankommen werden und ich bin auch auf von Daily Videos auf jeden zweiten Tag Videos umgestiegen, weil Daily Videos ist echt zu hart, weil es gibt manchmal Tage, hat seine wo wir einfach zu dir nur schnell zu Hause geändert. Chillen. Ja, stimmt, von ich bin ein fetter HS zu er liebt mich, aber Chat, alright, von meiner Seite, ihr wisst doch. Und Sachen erledigen müssen, vor allem jetzt in der Anfangszeit, da würden manche YouTuber nichts hochladen, wenn wir jetzt das ganze Haus einrichten müssen, vor allem die ganzen Kartons, ihr wisst gar nicht, wie viele Kartons wir noch auspacken müssen, wie viel Möbelzeug und so wir kaufen müssen, so, da würden die meisten gar nichts hochladen, aber wie gesagt, es werden jetzt in der schwierigen Zeit, wo wir noch sehr viel zu tun haben, jeden zweiten Tag nur ein Vlog kommen und wenn wir dann anfangen in Barcelona Sachen zu machen, wenn es auch wärmer wird, wenn wir öfters an den Strand gehen und ja, so klar. Ganzen Sachen besichtigen, dann werden Daily Vlogs kommen, dann werden so geile Vlogs da freuen kommen. Ich finde, die letzten Videos, bis auf die ein, zwei Szenen, wofür... Da freuen wir uns doch drauf, Chat. Ich bin mal gespannt, ich bin wirklich mal gespannt, wie lange es dauert, bis wieder was passiert. Ich glaube, vielleicht zieht es auch durch, wisst ihr, was ich meine? Ey, ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, macht mal die 2K-Follows heute voll, folgt mal hier auf Twitch rein auf eurem Bruderbasis, ist das kleine Herz, einfach mal drücken, ist kostenfrei, wenn ihr einen Twitch-Account habt, kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich streame, ist mega nice, dankeschön. Ich mich, wie gesagt, nochmal aufrichtig entschuldigen will, ich weiß, das war die dümmste Aktion, so wird nie wieder vorkommen, das verspreche ich euch, ich habe daraus gelernt und ich weiß, das habt ihr schon öfters gehört, aber ich bin mir dem zu 100% bewusst, ich habe auch mit Ellie darüber geredet und mir ist auch aufgefallen, wie gut Ellie mir sehr eigentlich gut. tut. Und das schreiben auch immer voll viele von euch in die Kommentare. Ich habe halt einfach keine Schamgrenze. So, ich mache Sachen, wo ich mir im Nachhinein denke, ey, okay, hätte nicht sein müssen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich sie mache, wo ich es hochlade, wo ich es reinschneide, habe ich keine Schamgrenze. Aber das ist auf jeden Fall ein anderes Thema. Ich wollte mich einfach nur vom ganzen Herzen bedanken, dass diese persönlichen Barcelona-Vlogs so gut ankommen und dass euch mein Leben und das von Ellie und von Taro und Icy jetzt auch noch so sehr interessiert. Wie gesagt, ich werde euch nicht enttäuschen. Die nächsten Tage. Es wird spannend. Trotzdem. Ich versuche Daily zu bringen, aber ich gehe mal davon aus, dass es jeden zweiten Tag nur kommt. Und wenn was Spannendes passiert, wie gesagt, ich versuche immer die Kamera dabei zu haben. Mhm. Nur manchmal gibt es auch Momente, die Ellie und ich für uns alleine genießen wollen, wo ich jetzt nicht random die Kamera rausholen kann, wenn Icy und Taro kuscheln, weil das würde so den ganzen Vibe zerstören. Ich weiß nicht, ob ihr es fühlt, aber wie gesagt, Freunde, vielen, vielen Dank. Nehmt mal den Kopf, kommt jetzt zu den letzten Videos. Lasst ein Abo da. Simex, ich würde mich sehr freuen, wenn du dich beim nächsten Mal auch bei mir bedankst, Digga, dafür, dass ich dich so supporte.